Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall da drin angeguckt habe, desto klarer ist das für mich gewesen. Ein Kind. Wir haben fast jeden Tag trainiert, wie für die Olympischen Spiele. Die Beine an die Decke, damit es fließt. Ich habe die ganze Wohnung geputzt. Ich habe alles weiß gestrichen und alles durchgefegt und. Hallo Papa. Hallo. Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Zweites Mal überstehe ich das nicht.